Der Riese aus dem Zauberwald. Der Riese aus dem Zauberwald von Karin Bieler. Vor langer Zeit lebte ein Riese in den Weiten des oberen bayerischen Waldes, der auch Zauberwald genannt wurde, und bewohnte eine Holzhütte. Sie musste natürlich etwas größer sein, damit er auch hineinpasste. Jeden Morgen stand er auf und verrichtete seine Arbeit. Er sammelte Kräuter, Beeren, hackte Holz, schöpfte Wasser aus dem nahegelegenen See. Manchmal ging er auf die Jagd, und wenn diese erfolgreich war, gab es einen leckeren Wildbraten zum Essen. Er war eigentlich sehr zufrieden, wäre da nicht die ständige Einsamkeit. Wie gern hätte er für einen lieben Besuch den Tisch gedeckt und seine Gastfreundschaft unter Beweis gestellt. Die Menschen jedoch mieden das Gebiet und sprachen nur vom bösen Riesen. Sie erzählten sich manch schaurige Geschichte über ihn und hatten Angst. So blieben sie sich fremd und der Riese wurde immer trauriger. Als er es gar nicht mehr aushielt, beschloss er, an einem sonnigen Frühlingstag ins Dorf zu wandern. Er packte sein Bündel und zog los. Nach einem längeren Fußmarsch trottete er die kleine Dorfstraße entlang und erschrak, als die spielenden Kinder schreiend vor ihm davonliefen. »Oh je, was habe ich nur ausgelöst«, dachte der liebe Riese und sah ein, dass er hier nicht hinpasste. Zu andersartig waren sein Aussehen und die mächtige Erscheinung, so dass sich die kleinen Menschenkinder vor ihm fürchteten. Betrübt zog er sich wieder zurück in seinen Wald und beschloss, nie wieder das Dorf aufzusuchen. Der Sommer verging im Flug und der Herbst leuchtete in seinen schönsten Farben. Die Sonne sandte ihre warmen Strahlen hinab und tauchte den Zauberwald in goldenes Licht. Malerisch lag das kleine Bergdorf Herzogau 700 Meter erhöht unweit der Landesgrenze zu Tschechien. Die Mägde und Knechte hatten die reiche Ernte bereits eingefahren, als verfeindete Soldaten einfielen. Sie plünderten die gesamten Vorräte und trieben ihr Unwesen. Abgesehen hatten sie es vor allem auf die wertvollen Gegenstände aus mundgeblasenem Glas. Dieses Kunsthandwerk beherrschten fleißige Glasbläser seit Generationen und schufen einen Schatz von unermesslichem Wert. Die Ganoven in Uniform stahlen die kristallenen Gläser, Schalen und Becher aus der Glasbläserei, um sie ihrem König zu überbringen. Dieser hatte den Überfall lange geplant, denn er ersehnte nichts mehr, als in den Besitz der kostbaren Waren zu kommen. Schon lange träumte er davon, seinen Wein aus den edlen Gläsern aus Herzogau zu trinken. Dafür war ihm jedes Mittel recht und er entsandte seine besten Reiter und Kämpfer, die ihm zu seinem Wunsch verhelfen sollten. Der Riese, der von Weitem schon die lauten Trommeln und Trompeten hörte, wusste sofort, dass es sich um einen feindlichen Angriff handelte. Er lief so schnell er konnte in das Bergdorf. Als er dort ankam, sah er das Leid, welches über Herzogau eingebrochen war. Die böhmischen Soldaten plünderten und nahmen sich, was ihnen in die Finger kam. Es war eine Pein für die braven Bürger und sie konnten sich nicht erwehren. Da fackelte der Riese nicht lange und verfolgte mutig die Diebe. Der tapfere Kraftprotz holte die gestohlenen Sachen wieder zurück
und schlug die räuberische Bande in die Flucht. Weil der Riese aber so ein großes Herz hatte, ließ er die Soldaten von dannen ziehen. Er wollte kein Blut vergießen und schenkte ihnen das Leben. Das wertvolle Glas rettete er und überbrachte es dem Besitzer der traditionsreichen Glasbläserei. Und obwohl der Riese sehr große Hände hatte, war keines der kristallenen Gefäße beschädigt. So vorsichtig stellte er sich an. Die Freude darüber war bei den Dorfbewohnern so groß, dass sie am nächsten Tag ein prunkvolles Fest ausrichteten. Alle kamen und wollten mit den Helden feiern. Ein riesiger Ochse wurde am Spieß gebraten, Musik wurde aufgespielt und viel Wein und Bier ausgeschenkt. Die Frauen brachten Kuchen, Gebäck und allerlei Köstlichkeiten für die große Tafel mit. Es war eine helle Freude mit anzusehen, wie fröhlich es zuging. Vor allem verloren die Menschen ihre Angst und merkten, wie gutmütig ihr neuer Freund war. Der Riese war endlich nicht mehr allein. Er genoss die Aufmerksamkeit und menschliche Zuwendung, die ihm entgegengebracht wurde. Sein Herz hüpfte vor Glück. Von nun an lebten alle zufrieden, und wenn sie nicht gestorben sind, feiern sie noch heute.